Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy Explorers. Wir spielen noch mal ein bisschen weiter, einfach weil ich gerade Lust drauf habe. So Nintendo-Projekte um 15 Uhr sind ja immer so, weil ich Lust habe. Gestern kam leider kein Part, es tut mir leid. Habe ich verpennt, ganz ehrlich. Ich habe verpennt, was aufzunehmen. So, Explorer. Wir gehen jetzt auf die Main Quest mit Thunder Sage und kriegen wahrscheinlich übelst aufs Maul von Ramu. Oder gehen wir zu Dryad? Vielleicht gehen wir auch... Haben wir noch eine Ein-Sterne-Quest? Ich habe echt Angst. Ifrit. Ja, komm, wir versuchen Ramu. Ramu, was ist denn Donner? Wo ging es denn Donner? Gut, dann müssen wir unsere Abilities noch umstellen. Warte mal. Moonlight Slash ist nämlich momentan auf Earth. Vielleicht ist das... okay. Vielleicht ist das gut. Muss man mal gucken. Haben wir noch genug Potions? Und haben wir eventuell auch genug... Man kann dir keine Phoenix-Federn kaufen. 6 Potions, ein bisschen viel wenig. Viel nicht wenig. Da habe ich Angst. Ich habe allgemein Angst vor Ramu, weil ich den halt nicht kenne. Das sind halt so Sachen. Wahrscheinlich gar nicht so schwer, weil er am Anfang ist. Aber hey, ich habe Respekt vor Gegnern. Das ist doch gut. Naja. Warte mal, wir gehen mal zum Fortune-Teller. Vielleicht kann der uns noch einen coolen Buff geben. Auge für 100 Gil. Und Increased CP Earnings, Level 1. Okay, das ist so ein bisschen wie das Essen in Monster Hunter, nur dass man es nicht beeinflussen kann. Ey, du vergleichst schon wieder mit Monster Hunter. Ja, tue ich. Da oben, ach du Scheiße, da war ich ja noch nie. Okay. Da müssen wir erstmal ein Stück hinlaufen. Da war ich noch nicht. So, Moonlight Slash. Nice. So, wir sind relativ stark. So, Take, Beaming Ash. Oh Gott, war da ein Gegner? Da war ein Gegner. Das ist immer ein Nachteil, wenn man auch einen Geist hat. Dann sieht man das nicht unbedingt, dass da auch noch ein Gegner kam. Okay, dann. Ja, lass da lang. Wahrscheinlich voll der Umweg. Kann man das hier sammeln? Da kann ich lang. Ich kann aber auch da oben lang. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt lang muss. Es gibt ja zwei Wege raus. Ich glaube, der falsche wäre versperrt, wenn man da nicht hin soll. Sehr schön. Nochmal Asche. Del Anthony Baldway. Aber da hinten ist der Werk im Hintergrund. Ich glaube, wir sind da richtig. Ja, sind wir. Dann kommen jetzt wieder diese Zwischen... Stages, wo die Gegner sind. Oh, die Musik ist cool. Ich habe leider keinen Magier dabei. Das wäre hier gegen die Slimes sehr cool. Muss ich leider gestehen. Muss ich leider wirklich gestehen. Das wäre verdammt stylisch, wenn ich hier Magier hätte, weil die Slimes verdammt viel aushalten physisch. Blue Liquid, da ist ein Drache. Viel dahin. Ich weiß halt nicht, ob es da hinten sich lohnt, abseits von Monster Farm dahin zu gehen. Ich gehe einfach mal direkt straight durch. Sunlight. Oh, das kann ich zweimal. Sunlight Dew, Magic Droplet. Sehr cool. Wahrscheinlich wieder 2, 3 Zwischenstages. Hier ist gar kein Gegner. Doch, da hinten. Wir können ja mal... Ist da immer noch was drin? Okay. Wir können ja mal zu den Ecken gehen auf der Map. Huch. Vielleicht ist da ja... Ich habe noch nie eine Kiste gesehen in dem Spiel. Ich glaube also nicht, dass es hier irgendwie solchen Loot gibt. So, da hinten ist ein Slime. Da will ich jetzt nicht unbedingt, aber hey. Lizard Admalit, das ist gut. Das ist ein seltener Drop von dem, glaube ich. Wie gesagt, glaube ich, ist alles nur Halbwissen. Aber ich meine, in der Quest wurde gesagt, dass das selten ist. Oh, fuck. Nee, ich wollte nicht blocken. Ich wollte nicht blocken. Der Moonlight Slash ist echt eine starke Attacke. Ja, und wenn die zaubern, ist das sowieso stärker. Silber Liquid, Blue Liquid. Die ganzen Liquids sind, glaube ich, ganz gut. Die Musik. Oh doch, man verbraucht Ausdauer beim Rennen, sehe ich gerade. Aber so wenig, dass es eigentlich kaum auffällt. Habe ich am Anfang
Bullshit gesagt. Aber mache ich ja oft. Und eigentlich werde ich dann immer korrigiert. Aber bei Final Fantasy hat das leider nicht so viel interessiert. Obwohl es ja an sich ein gutes Spiel ist. Wie gesagt, das ist ganz cool. Es ist entspannt. So, Vicious Fang in Slime will ich jetzt nicht machen. Ja, also die Ecken sind wirklich nur zum Monster-Farm anscheinend. Die Monster spawnen auch, glaube ich, irgendwann neu. Wieder gefährliches Halbwissen. Aber das habe ich gerne. Ich mag Halbwissen. So, ist zwar gefährlich, aber... Was heißt eigentlich Follow Small? Das hat vorhin aufgeleuchtet. Was heißt denn das? Follow Small und Follow Large steht da, ne? Ja. Okay. Moment, kann ich den... Ach, nee, komm. Wir machen den jetzt erst. Der andere Geist hat mich hoffentlich nicht gesehen. Doch, hat er. Shit. So. Den zerstören wir mal. Nehmen den Dude mit. Und warum haut der ab? So, der ist fast One-Hit. Fände es gerade sehr angenehm, wenn man leveln würde, weil dann würde sich das alles lohnen. Neben den ganzen Loot, den wir jetzt bekommen, natürlich. Ich könnte natürlich auch Slash Affinity. Slash Affinity. Dann ist der Mona Slash doch geiler, oder? Jawoll. Jawoll. Warte mal, dann gehen wir jetzt zu dem Slime noch. Ich will die Slash Affinity benutzen. Oh! Alles klar. Alles klar. Die ist so magisch. Magischer geht's nicht mehr. Aura Cutter. Ich möchte die ganzen Mutationen haben. Von dem Slash. Carrion Ash. Liquid. Blue Liquid. Ganz viel Liquid. Okay. Ja, jetzt sag ich nicht, ich komme hier nicht hoch. Er hat's doch gesagt. Okay. Del Anthony Bluffs. Sind wir jetzt da? Oh weh, wir sind da. Ich hatte Ramu immer ein bisschen anders im Kopf, weil bei Hyperspeed, Endless Link, bei Final Fantasy 8 war der, glaube ich, dabei. Kann man das hier zerstören? Tatsächlich. Vielleicht sollte man das tun. So, der hat mich auf jeden Fall anvisiert. Okay, kann man zerstören. Kann ich auch ihn zerstören? Alter, was ist denn jetzt passiert? Kann man die da zerstören? Ne, die gehen nicht kaputt. Aber er steht nur rum und ist gerade sehr ungefährlich. Sagte er, bevor er auf den Sack bekam. Thunder wieder. Das macht ihm okay Schaden. Hält er sich damit? Rush, okay. Er kann so dashen. Das macht ihm gut Schaden, das mit Earth. Also das ist gut. Wir hauen ihn mal ein bisschen so. Ich glaube, der wird weniger ein Problem als Shiva. Oh, oh, geil. Wir haben ihn gestunt. Das war anscheinend aber nur ein Crit, den wir da gelandet hatten. Oh, Levin, was heißt das? Au, 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 au. Paralysiert. Nein. Bypass Blast, Moments Weak Spot, Hate and Trance. Ich hab da diesen Trance-Buff. Trance-Boost auf meinem Slash. Bringt das was? Ich hoffe. Oh, Crit. Oh fuck, was ist das? Was war das? GPS has been disabled? Was heißt das denn? Wurde ausgeschaltet? Oh, was liegt denn da? Fulmicide, okay. Fulmicide. Bin immer noch im Trance. Okay, warte mal. Oh, der war gut. Immer noch im Trance.
Das macht Schaden. Alter. Oh, die Dinger kommen wieder. Teleport. Das heißt ja nichts Gutes. So. Judgment Bolt. Das dürfte ja nur ein Schuss nach vorne sein. Oder nach von oben nach unten. Oh Gott. Das sind die Dinger, die so wehtun. Okay. Wieso kommen denn die ganzen Dinger wieder? Nicht nett. Warte mal. Mal nicht anvisieren, das nervt gerade. Dann sehe ich zwar nicht mehr, was er macht, aber ist ja egal. Bin schneller. Wenn ich das so mache. Haben jetzt alle? Thornberry Karma. Oh, Thornberry ist ein One-Hit-Monster. Heißt das, wir können ihn One-Hit? Nee, er hat mich voll reingestellt. Aber es macht gut Schaden, doch. Okay, nice. Nein. Ah, er teleportiert sie einfach. Kann ich mich aber heilen. Ach, er hat die Dinger wieder gemacht. Ich vermute mal, dass er mehr Schaden macht oder so, wenn er die draußen hat. Oh Gott. Da, wenn man ihn nicht anvisiert, sieht man leider nicht, welchen Angriff er gerade macht. Das heißt, wenn er Rush macht, oh Gott, dann sehe ich das nicht. Ich will sie jetzt mal an. Das ist echt, wenn man den anvisiert hat, sieht man den die Attack erst. Macht er jetzt wieder? Was gemacht? Oh, er schützt sich gerade. Ach Mann. Muss mehr mit Deflake arbeiten. Ah, ein Judgment Bolt ist es wieder. Wie sind wir nicht an? Einfach laufen. So. Dann machen wir die Dinger weg. Ich glaube, wenn die Dinger draußen sind, macht er ständig diesen Judgment Bolt. Nee, er ist geschützt. Einfach, glaube ich, ne? Deswegen hat er keinen Schaden genommen. Alles klar. Dann hat er nämlich diesen Schild um sich rum. Hat er? Hat er, ne? Jetzt wieder neue. Ey, willst du mich verarschen? Wozu mache ich die denn weg? Hi, Ramu. Ist er nicht, ist wieder irgendwo ein neuer. Ich sehe keinen. Ah doch, ich muss den Schild einfach wegkauen anscheinend. Bin paralysiert. Nice. 1000 Needle Mode. Oh, den brauche ich jetzt. Der ist super. Und zwar aus folgendem Grund. Da machen wir immer 1000 Schaden. Egal wie wir hauen. Das ist super. Und so. Oh Gott. Ja, mit 1000 Needle Mode hat leider nicht so viel gebracht. Nice, doch. Haha. Die ist zwar voll in der Kacke drin. Ich hoffe, sie macht keinen Schaden mehr, aber ist ja egal. So. Ramu war leichter als Shiva, muss ich sagen. Schon allein, da er sich nicht so bewegt. Kann ich irgendwie was abbauen noch an den Kristallen? Nee, ne? Die schweben einfach nur so rum und sind glücklich. Okay. War ja ganz cool. Und easy. 2400 Skill. Cool. Ich finde halt komisch, wie Ramu in dem Spiel aussieht. Also ich kenne Ramu so nicht. Ich kenne Ramu immer so, ja, so ein alter Mann. Ein alter Mann mit Umhang. Also vom Auftreten her ja, aber das Gesicht war halt anders bei dem jetzt. Das finde ich komisch. Könnt mal in die Kommentare schreiben, aus welchem Teil dieser Ramu kommt. Das weiß ich nämlich nicht. Main Quest haben wir jetzt wieder neue. Twisted Sisters Garden ist Dryad. Hier ist nochmal Ramu. Ich denke mal, das sind dann schwerere Versionen. Hier ist Dryad. Die machen wir dann im nächsten Part. Das ist, glaube ich, eine Sie. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich mir Sachen kaufen, bessern kann. Good day. Good day, sagt der Good day. Weapons. Nee, Falchion ist immer noch das beste Schwert, was ich machen kann. Alles klar. Shields habe ich auch nur noch eins. Food-mäßig stehe ich auch nur so da. Ich müsste mal so spielen und farmen. Ah, ich kann mein Dings doch bestimmt upgraden, mein Schwert. Weapons. Falchion. Wir haben doch jetzt bestimmt geilen Ramu-Stuff, oder?
Hier, P-Attack, Silver Liquid. Guck's dir an, da können wir einen draufhauen. Sehr schön. Accuracy ist auch ganz cool. Da braucht man nur einen. Ne, 5 sind ein Upgrade. Wir haben 7. 9 haben wir. Prime Tentide ist wahrscheinlich Accuracy. Da können wir 2 von machen. Ich weiß auch nicht, ob das was bringt. Also wenn das Spiel einer weiter schon gespielt hat, kann man es gerne in die Kommentare schreiben. Ah, man kann das hier nach Attack. Okay. Ich glaube, so viel mehr können wir uns da nicht. Können wir unseren Helm irgendwie? Defense. Physische Defense. Sunlight Do. Einer sind 10. Davon sind es 2. Ah, Gleaming Ash. Ja komm, dann packen wir 2 Gleaming Ash da drauf. Dann haben wir ein bisschen mehr Defense. Und vielleicht sollte ich auch auf M-Defense gehen. Blue Liquid. Ja, komm, ein Upgrade hiervon. Einfach nur, um mich ein bisschen zu schützen vor dem. Einfach nur ein bisschen stärker zu werden. So, haben wir auf der Map irgendeinen Punkt, wo wir noch hin sollen? Nein. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy Explorers. Denn morgen mache ich nochmal einen. Ich denke mal, ich habe gerade Bock, 1, 2, 3 Parts aufzunehmen. Deswegen machen wir das einfach noch. Ich frage mich halt einfach noch, immer noch, wie das mit Cloud und Squall und so aussieht. Die kann man ja auch spielen und Sephiroth. Ob das Charakter sind, die man sich selbst erstellen muss oder ob die auch kommen im Spiel. Das weiß ich noch gar nicht. Damit wurde ja geworben, dass die alle im Spiel vorkommen. Ich kann nochmal ins Monster Lab gucken. Ich hatte, glaube ich, eine Monsterseele. Ah, von einem Lizard noch. Was ist denn? Kann man Lizard mit Lizard fusen? Ja. Ah, Mist, hätte ich den Ghost auch mit einem Lizard fusen können? Verdammt. Das hätte ich jetzt gern gesehen. Egal, bei der nächsten Seele gucken wir das. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst eine Bewertung nicht zu hinterlassen und Kommentare sind gerne gesehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.